42, Nina Erbe vom Team Holzer. Darfst direkt mit dem Eibock beginnen? Danke, Nina. Einmal an der Seite aufstellen. Gehen wir mal genau darüber auf die weiße Linie. Und die Startnummer 44, Lissy Güttler von Bodystyle Weißwasser. Dankeschön, Lissy. Auch du darfst dich seitlich aufstellen. Und dann sehen wir die Startnummer 45, Petra Helmover von Sportfitness Eva aus Tschechien. Petra und die Startnummer 46, Sophia Meyer vom Team Zinnert. Sophia, ihr dürft jetzt alle einmal nachrücken, genau. Und dann auch für euch die finalen Vergleiche in der Fitnessfigurklasse 2. Bitte noch ein bisschen enger zusammenrutschen. An die Trainer der Startnummer 43 und 44, falls ihr euch für die Deutsche qualifiziert oder für die nächste Meisterschaft der I-Walk, sollt ihr ein bisschen schneller sein. Es kann sein, dass da mal ein Hauptkampf nicht dazwischen reingeht, heute haben wir die Zeit dazu, aber einfach ein bisschen schneller zu Ende kommen. Dankeschön. Viertelumdrehung nach rechts. Viertelumdrehung zur Rückenansicht. Viertelumdrehung rechts zur Rückenansicht. Und wir kommen zurück zur Frontansicht. Wir tauschen bitte. Und dann gibt es nochmal eine Chance für euch. Auch noch mal einen Applaus für unsere Fitnessfigurklasse 2. Frontansicht. Viertelumdrehung nach rechts. Linker Arm. Viertelumdrehung nach rechts. Viertelumdrehung nach rechts. Und bitte zurück zur Frontansicht. Oh, sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr kriegt es auch noch ein Goodiebag. Noch kurz stehen bleiben. Dann war es das schon mit dem Finale der Fitnessfigurklasse. Euch sehen wir gleich zur Siegerehrung nochmal wieder. Und dann wird es spannend, wer hier die Tickets zur deutschen Meisterschaft holen wird. Das ist auch eine super Klasse. Deswegen auch nochmal einen Applaus für euch.
Und dann dürft ihr die Bühne noch mal kurz verlassen. Und wie es vorher schon war in der Männerphysikklasse, hatten wir danach die... Guckt euch aus, erstmal alle auf die Bühne. Alle auf die Bühne. Unsere Mensch-Physik-Klasse 1, 2 und 3. Unsere Maskular-Mensch-Physik-Klasse. Unsere Masters-Männer-Physik-Klasse. Unsere Fitness-Figur-Athletinnen. Und unsere Frauen-Physik-Klasse. Jetzt wird es direkt eng. Jungs, zweite Reihe. Gleich nachschließen. Genau. Alle hoch, alle hoch. Das ist auch nochmal ein schönes Bild für die Fotografen. Nicht verstecken. Florian, auf geht's! Es kommt nochmal ein paar. Es wird eng. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Genau, wir schließen alle auf. Und dann dürft ihr auch alle nochmal eine Pose machen. Die Bühne gehört euch, unserer erster Block der Bayerischen Meisterschaft. Euer Applaus. Wir sehen uns jetzt gleich nochmal zur Siegerehrung. Ihr dürft jetzt alle nochmal runter von der Bühne. Und dann sehen wir uns gleich zur Siegerehrung nochmal wieder. Da kommen viele Wochen Vorbereitung aufeinander, wenn man das alles zusammenrechnet. Viele Packungen Reiswaffeln. Die letzten zwei Wochen mit Sicherheit ganz, ganz viel trinken. Wie viel hast du zum Beispiel getrunken jetzt die Woche? Die Woche? Boah, 50 Liter. 50 Liter, ja, so ist das normal beim Entwässern. Alkoholiker sagt André, ja genau. Aber so ist es beim Entwässern. Die Bühne, unsere Fitnessfigurklasse 2. Unsere Finalistinnen, die jetzt auch schon heiß drauf warten, was das für eine Platzierung geworden ist. Auch ganz spannend, weil wie gesagt, jetzt auch die Siegerin von hier gleich dann nochmal mit der Adela zusammen ins Gesamtsiegerstechen geht. In der Men's Physik Klasse das gleiche, da gibt es auch dann gleich nochmal ein Gesamtsiegerstechen. Und dann gibt es den großen Pokal da hinten. Werde ich dann auch gleich nochmal ankündigen, wer dafür verantwortlich ist, weil wir haben ja auf jeden Fall einige super Sponsoren heute auch mit dabei. Und das ist auch immer was nicht selbstverständlich ist und vor allem für so eine Meisterschaft extrem wichtig ist, dass wir Supporter im Background haben. Und hier war es auf jeden Fall auch spannend. Nichtsdestotrotz stehen die Platzierungen fest und der vierte Platz wandert in die Hände der Startnummer 43, Nina Erbel vom Team Holzer. Platz 3 geht an die Startnummer 44, Lissy Güttler, Bodystyle Weißwasser. Der zweite Platz und somit Vize-Bayerische Meisterin ist die Startnummer 45, Petra Helmova von Profi Fitness Eva aus Tschechien. Und somit haben wir eine neue Bayerische Meisterin und zwar die Startnummer 46, Sophia Meyer vom Team Zinat. Herzlichen Glückwunsch an euch. Super gemacht. Und auch nochmal ein Bild, alle zusammen nochmal, genau, unsere Top 4.
unsere Top 4 nochmal zusammen, genau. Und dann vielen Dank an die Nina. Du darfst schon mal die Bühne verlassen, unsere Top 3 nochmal. Und dann auch vielen Dank an die Lissi und Petra. Und nochmal der Moment für unsere bayerische Meisterin Sophia Meyer. Dankeschön, Sophia. Auch nicht zu weit weglaufen, es gibt gleich nochmal eine Runde. Adela Stanowska. Und unsere Siegerin der Fitnessfigurklasse 2, Sophia Meyer. Euer Applaus nochmal, jetzt wird spannend. Wer wird Gesamtsiegerin der Fitnessfigurklasse? Frontansicht. Viertelumdrehung nach rechts. Viertelumdrehung nach rechts. Viertelumdrehung nach rechts und zurück zur Frontanschieb. Dankeschön. Bitte hinter der Bühne warten bis zum Ergebnis. Vielen Dank. Das heißt, das Kampfgericht wird jetzt rechnen und dann entscheiden, wer hier nochmal was mit nach Hause nehmen kann. Und dann ist meistens auch so, wer jetzt hier Gesamtsieger wird. Da brauchen wir nicht lang. 5:0. 5:0 Kampfrichterstimmen. Das heißt, eine eindeutige Geschichte. Und auf die Bühne bitte ich die Startnummer 46, Sophia Meyer. Herzlichen Glückwunsch zum Gesamtsieg in der Fitnessfigurklasse. Super Form. Und auch nicht der erste Wettkampf die Saison. Richtig gut über viele Wochen. Vielen Dank, Sophia Meyer vom Team Zinat. Genau, machst du dich noch alleine im Bild? Machst gern noch alleine im Bild, genau. Super gemacht, kriegst auch nochmal einen Applaus. Super Leistung. Und auf der Deutschen sehen wir dich auf jeden Fall auch nochmal, oder? Sicher. Also dann alles Gute die nächsten zwei Wochen. Hammerform, da kann man auch heute was essen, oder? Auf jeden Fall. Lass dir schmecken und ja, alles Gute bis zur Deutschen. Und jetzt ist, glaube ich, auch Zeit für die erste Pause, oder? Wenn ich richtig informiert bin, haben wir jetzt 30 Minuten Pause, oder?